Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen hier in Metzen, altem Kuhstall in Ellershausen, zur Eröffnung des 12. literarischen, des 12. literarischen Frühlings in der Heimat der Brüder Grimm. Lieber Herr Grünbein, lieber Herr Scheck, verehrte Autorinnen und Autoren, Moderatorinnen und Moderatoren, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Bürgermeisterin und sehr geehrte Herren Bürgermeister, sehr geehrte Partnerinnen und Partner des literarischen Frühlings, hochverehrtes Publikum. Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Vor 180 Jahren wurden diese Zeilen zu Papier gebracht. Es war im Jahr 1844. Heinrich Heine befand sich im Exil in Paris. Mag sein, dass die Zeilen seiner alten Mutter galten, die er seit 12 Jahren nicht mehr gesehen hatte und im weiteren Text erwähnt. Aber natürlich ist das Wort Mutter auch ein Synonym für die Heimat, auch wenn man damals immer Vaterland sagte, die sich damals in keinem guten Zustand befand. Ein repressives Obrigkeitssystem mit gut gefüllten Gefängnissen, zersplittert in Kleinstaaterei, von wirtschaftlichen Krisen geschüttelt und einem Gefälle zwischen Arm und Reich, das zur Verarmung und Verelendung von weiten Teilen der Bevölkerung geführt hatte. Dagegen rebellierten die schlesischen Weber im Sommer 1844, also um dieselbe Zeit. Heine verfasste sogleich ein Gedicht dazu, das ebenso berühmt geworden ist wie die oben zitierten Nachtgedanken. Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Der Weberaufstand war emblematisch, die Zeichen standen auf Rebellion, das war vor 180 Jahren. Und natürlich ist die Situation damals mit unserem Leben heute überhaupt nicht vergleichbar. Aber ein bisschen anders dazu, an Deutschland zu denken, haben wir im Augenblick schon. Anders dazu, uns vielleicht sogar ein bisschen zu engagieren für den Erhalt unserer Demokratie und, erlauben Sie mir den frechen Wunsch, für ein bisschen professionelleres Regieren. Und deshalb haben wir das wunderbare Heine-Wort in diesem Jahr als Leitsatz gewählt und in unserem Programm hier und da entsprechende Akzente gesetzt. Zu unseren Gästen, die im Laufe des Festivals auftreten, gehören Altbundespräsident Joachim Gauck, der sich mit den Erschütterungen befasst, die uns umtreiben, und der langjährige deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, mit dem wir über die Krisen und Kriege sprechen möchten, die uns Sorgen bereiten. Aber eben auch Autoren wie Adriane Alteras, die gestern in Schloss Waldeck war, Klaus Grünbein, den wir heute hören werden, Ilja Matusko und Theresa Mora, Stefan Thome breiten vor uns Geschichten aus, die in einen durchaus politischen Hintergrund eingebettet sind. Einige von Ihnen sind heute Abend da, zum Beispiel Ilja Matusko. Matusko, ne? Nicht Matusko. Aber trotzdem fange ich erstmal mit den Begrüßungen bei Stefan Thome an, unserem Schirmherrn, der aufgewachsen in Biedenkopf ist und aber in Taipeh wohnt, auf der Insel Taiwan, wo ja auch einiges passiert im Augenblick. Schön, dass Sie so weit hierher gekommen sind, Stefan Thome. Unsere zweite Schirmherrin Iris Berben kann in diesem Jahr wegen mehrfacher Drehtermine leider nicht teilnehmen. Sonst hätten Sie sie auch noch kennengelernt, Herr Minister. Kennen Sie schon. Achso, okay, gut, noch besser. Ich begrüße des Weiteren den Schauspieler Sam Michelsen aus Frankfurt. Wo ist er? Da hinten. Der morgen bei uns. Der morgen bei uns den Werther geben wird. Und ich begrüße natürlich auch Dennis Scheck, unseren Moderator. Aber da komme ich gleich noch. Sehr herzlich willkommen sind natürlich auch die verehrten Gäste aus der Politik. Wir freuen uns sehr über Ihre Anwesenheit, lieber Herr Minister Gremmels. Sie sind der hessische Staatsminister für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur. Herzlich willkommen. Sie werden gleich noch ein Grußwort an uns richten. Und auch unser Landrat Jürgen van der Horst wird ein paar Worte sagen. Auch Sie möchte ich sehr herzlich begrüßen, Herr van der Horst. Zum ersten
ersten Mal können wir unter den Gästen aus der Politik auch eine Frau willkommen heißen. Ich sag mal aus der nordhessischen Politik oder aus der waldeck-frankenbergischen Politik. Nämlich die neue Frankenberger Bürgermeisterin Barbara Eckes mit ihrem Mann Stefan Milinski. Der Vorgänger Rüdiger Hess gehörte zu denen, die den literarischen Frühling über all die Jahre unterstützt haben. Dafür zum Abschied heute noch einmal herzlichen Dank, lieber Herr Hess. Weitere Bürgermeister aus den Orten, in denen der literarische Frühling stattfindet, das sind ja vier Orte, also vier Großgemeinden sozusagen, sagt man ja inzwischen, sind auch unter uns, so der Bad Wildunger Bürgermeister Ralf Gutheil, herzlich willkommen. Der Bürgermeister von Waldeck, Jürgen Vollbracht. Ja, und Manuel Steiner, der Bürgermeister von Frankenau, wollte eigentlich auch kommen, aber er hat kurzfristig sich entschuldigt. Ich freue mich auch, dass Kai Bachmann, der Chef des Regionalmanagements Nordhessen, aus Kassel hierher gekommen ist. Und Lisa Küpper, die Geschäftsführerin des Kellerwaldvereins. Herzlich willkommen, Lisa Küpper. Nicht zuletzt geht unser Gruß und vor allem auch unser großer herzlicher Dank an die Familie Metzgarte hier aus Ellershausen. Also Judith und Lisa, Jannik und Karl Heitz, die uns zum wiederholten Mal in diesem früheren alten Kuhstall beherbergen, einem der vielen ungewöhnlichen Orte, an denen dieses Festival stattfindet. Die Familie Metz gehört wie 26 andere kleine und größere Unternehmen sowie zwei öffentliche Institutionen zum Kreis der Partner, die mit ihrer finanziellen, materiellen und ideellen Unterstützung den literarischen Frühling in der Heimat der Brüder Grimm überhaupt erst möglich machen. Stellvertretend für die Partnerinnen und Partner aus der Welt der Wirtschaft, die heute Abend zahlreich anwesend sind, begrüße ich Annette Fiffmann, die im vergangenen Jahr ein ausgezeichnetes Grußwort zu uns gesprochen hat. Herzlich willkommen. Ja, ein herzliches Dankeschön eben an alle hier, dich, liebe Annette, und die vielen anderen Partner, die hier da sind, die ich jetzt nicht einzeln nenne, sonst, Herr Scheck, haben Sie wirklich recht, beginnen wir erst sehr spät. Wir alle gemeinsam sind ein Club der Kreativen und ich finde, wir machen das eigentlich, ich freue mich sehr, dass es Sie alle gibt. Ich finde, es sollten sich alle freuen, dass es die Partner gibt, sonst gäbe es nämlich nicht den literarischen Frühling. Nochmal. Heimat und Hochkultur, das sind für uns die Leitsterne unserer Aktivitäten. Wer hinterm Wald wohnt, muss deshalb nicht sich hinterm Mond fühlen. Auch wir hier auf dem Land, in dieser idyllischen, aber keineswegs strukturschwachen Region, in der die Brüder Grimm vor mehr als 200 Jahren ihre Märchen gesammelt haben, auch wir sind am Puls der Zeit. Mit bester Literatur, interessanten Debatten und feinster Kulinarik und das alles an originellen Orten zwischen grünen Hügeln und stillen Tälern. Der heutige Abend steht dafür geradezu symbolisch. Wir befinden uns hier in einem kleinen Dorf mit 430 Einwohnern, in einem ehemaligen Kuhstall, da war schon die Rede von, der war früher ein Kornlager. Und immer wieder im Frühjahr wird er für uns freigeräumt und dann wird das Getreide kurz vorher verkauft. Am Anfang, glaube ich, mit ein bisschen Verlust inzwischen, ist aber das Frühjahr eine gute Zeit zum Korn verkaufen, stimmt's? Und wir haben zu Gast einen der bedeutendsten Autoren der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gleichzeitig in diesem Kuhstall, nämlich den Lyriker und Essayisten Durst Grünwein, der mit seinem neuesten Werk Der Komet auch als Romancier auf die Bühne tritt. Verehrter Herr Grünwein, es ist uns eine große Ehre und eine große Freude, dass Sie dieses Werk über ein Alltagsleben im Nationalsozialismus heute hier vorstellen. Ein alter Kuhstall auch gerade der passende Ort dafür, denn ihre Großmutter Dora W., deren Lebensschicksal in diesem Buch erzählt wird, eine junge Frau war, die aus einem Dorf in Schlesien kam und in der Großstadt Dresden dann sozusagen mit einem
verheiratet mit einem Schlachtergeselle die Zeit erlebte, die Nazi-Zeit. Der Moderator des heutigen Abends ist Dennis Scheck, schon soeben erwähnt. Er ist nicht nur der vermutlich bekannteste und eloquenteste Literaturkritiker der Republik, er ist für uns auch ein besonders lieber Gast, weil er bisher noch jedes Jahr bei diesem Festival mitgewirkt hat. Zum Nutzen und zum Vergnügen des Publikums. Zum guten Schluss möchte ich noch die erwähnen, die dieses Festival veranstalten. Es ist das Hotel Die Sonne Frankenberg mit dem Geschäftsführer Sebastian Stoiber, heute vertreten durch Thomas Langenstedt. Das Hotel Schloss Waldeck und sein Betreiber Fritz Westhelle und dessen Geschäftsführer Andreas Engelhofen, die heute noch aufräumen müssen in Waldeck. Von gestern ist das irgendwie nicht da. Ja, und das Romantikhotel Landhaus Bärenmühle, dem ich vorstehe. Ich heiße Christiane Kohl. Und schließlich Klaus Brill, mein Ehemann. Mein Kultusminister, ich habe nämlich meinen eigenen Minister, und der Programmchef dieses Festivals. Danke. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, verehrter Minister. Jetzt haben Sie das Wort. Sehr geehrte Frau Kohl, sehr geehrter Herr Brill, sehr geehrter Landrat für die kommunale Familie, sehr geehrter Herr Bachmann, Herr Exner, herzlich willkommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe jetzt mal meine vorbereitete Rede beiseite gelegt, weil ich mache das jetzt mal kurz und knackig und will Ihnen mal ganz großes Lob aussprechen. Ich bin ja nun seit knapp 100 Tagen im Amt, habe auch schon viele kulturelle Einrichtungen angebesucht, noch nicht alle Theater geschafft, alle wollen, dass ich vorbeikomme, aber ich bin zum ersten Mal in einem Kuhstall. Morgen Abend bin ich in der Alten Oper in Frankfurt, heute Abend im Kuhstall und ich als Nordhesse, ich sage Ihnen jetzt nicht, wo ich mich wohler fühle, aber ich sage Ihnen, es ist adäquat. Vor allem, wenn man das Programm sieht, was Sie hier aufwarten, dann kann das mit jedem anderen literarischen Festival in Hessen und in Deutschland mithalten. Kultur, Genuss auf einem absolut spitzen Niveau mitten in Nordhessen, das kann sich sehen lassen. Und das seit 12 Jahren auf gleichbleibend hohem Niveau mit Künstlerinnen und Künstlern, die überall aus der Welt herkommen, um hier aufzutreten, Kunst und Kultur in den ländlichen Raum zu bringen. Und genau das soll auch das Motto meiner Amtszeit sein. Hochkultur ist nicht was für die großen Städte ausschließlich, sondern gehört auch in den Raum, ländlichen Raum. Und es ist die beste Antwort gegen alle Feinde unserer Demokratie. Nur wer die Vielfalt kultureller Vielfalt, wer den Horizont öffnet, sich auf andere Dinge, auf literarische Werke, auf Musik, auf andere Kulturgenüsse einlässt, der zeigt, wie vielfältig diese Welt ist. Und jeder, der sich darauf einlässt, kann kein Antidemokrat sein. Und deswegen ist das das Beste, was man machen kann, gegen jede Form, gegen Rechtsradikalismus. Sowas auf den Beine zu stellen, ist Arbeit an unserer Demokratie. Und dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, meine Damen und Herren. Und was mich ja dann auch wirklich in der Vorbereitung freut, ich kriege immer ganz viele Briefe von ganz tollen kulturellen Initiativen, die mir immer sagen und das auch gut begründen, wie wichtig es ist, dass das Ministerium jetzt fördert und unterstützt. Wir machen das auch gern. Und ich habe mich in meinem Haus mal erkundigt, wie das so ist, hier mit dieser Veranstaltung, die ja nun im 12. Jahr ist. Und habe ich dann gelesen und so nachgefragt, es gab mal eine Förderung 2013, 5000 Euro. Danach war alles leer in meinen Akten. Ich habe nachgefragt, wie kann denn das sein, so eine große Veranstaltung, wir fördern die nicht. Ja, meine Fahrradkleidung ist doch nö. Das läuft alles ohne Förderung. Das machen die hier vor Ort mit Sponsoren und mit Unterstützung aus der heimischen Wirtschaft. Die steht da voll dahinter. Und da war ich ja noch erstaunter, dass sie das hier so hinkriegen auf so einem hohen Niveau. Aber ich biete Ihnen trotzdem an, Sie dürfen sich trotzdem wieder Zeit ums Wetten, weil ehrlich gesagt finde ich, das muss man auch honorieren und unterstützen und Sie auch motivieren. Ganz herzlichen Dank auch allen Sponsoren für diese tolle Arbeit. Es erleichtert meine Arbeit auch ungemein, wenn Sie sich hier vor Ort engagieren. Und tun Sie das bitte weiterhin ganz kräftig und heftig. Und wissen Sie was, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich muss mich daran messen, dass das jetzt ein Termin wird, den ich in meiner Amtszeit
sicherlich nicht zum letzten Mal besuchen werde, weil ich das hier vorbildlich finde und meinen ganz großen Dank an all diejenigen, die es möglich machen, hier eine Woche so ein tolles, hochkarätiges Programm auf die Beine zu stellen. Und jetzt genug der Worte, Sie sind ja nicht wegen mir hier, sondern wegen den Autoren und Herrn Scheck und Herrn Grünbein. Ich freue mich jetzt auch sehr auf all das, was jetzt auf mich zukommt. Einen schönen Abend, viel Kulturgenuss und ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement. Ich komme wieder. Dankeschön. Ja, liebe Frau Kohl, sehr geehrter Herr Staatsminister, meine sehr verehrten Damen und Herren, endlich ist es Frühling. Ich weiß, das Wetter hat das noch nicht verinnerlicht und da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber das Literaturfestival ist pünktlich und es ist schön und ich verbinde mit Frühling vor allem tatsächlich mittlerweile dieses Festival. Wir wissen ja, April, das Wetter ist etwas unstet und etwas ungenau manchmal, unzuverlässig, aber das gilt nicht für diese tolle Veranstaltung. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu dem inzwischen 12. Festival. Wer hätte das seinerzeit gedacht, dass es gelingen mag, daraus eine traditionsreiche und qualitativ hochwertige Veranstaltung zu entwickeln. Das finde ich ganz toll und auch das aktuelle diesjährige Programm hält das Qualitätsversprechen. Das ist ja immer auch der Anspruch der Akteure, dass es immer wieder gelingen mag, die führenden Autoren, herzlich willkommen auch an dieser Stelle, an den heutigen Autor, der sein Werk vorstellen wird und mit Herrn Scheck als Moderator, ist das ein sehr cleveres und smartes Format, was das Publikum bindet und mich auch in besonderer Weise begeistert. Da freuen wir uns ganz kräftig darüber. Aber ich darf auch als Vertreter der Region ein Stück weit mit Stolz tatsächlich auch nach Wiesbaden zurufen, ja, wir können auch Kultur. Und siehe da, es lohnt auch die Reise nach Nordhessen, wobei das jetzt wieder ein bisschen komisch ist, dass ich einem nordhessischen Minister solche klugen Ratschläge an dieser Stelle geben möchte. Aber das ist nicht zu unterschätzen, der Mehrwert solcher Veranstaltung ist mehr als nur der Kunstgenuss heute Abend. Es wird auch darum gehen, die Region stark zu machen. Wir müssen nach außen werbend auftreten, dass es sich lohnt, hier zu leben, dass es attraktiv ist, dass man unter anderem auch hochwertige Kultur genießen kann. Das ist der eine Zweck und dann sei es mir gestattet, dass wir als politische Entscheidungsträger, jetzt schaue ich mal auch in die Runde der hier anwesenden Bürgermeister und der Bürgermeisterin, naja, damit ist auch Wertschöpfung verbunden, da geht es auch darum, den Tourismusstandort nach vorne zu bringen. Das kulturelle Angebot, ich schaue mal Richtung Herrn Bachmann als Regionalmanager, ist eins der zentralen Handlungsstränge unserer Strategie, wie wir die Region auch in diesem Bereich nach vorne bringen. Ja, ich bin zuversichtlich, dass es gelingen wird, auch viele, viele weitere erfolgreiche Jahre zu entwickeln. Es hat damit was zu tun, dass zwar die Arbeit in der Vorbereitung zu diesem Festival sehr intensiv mitunter ist, auch nicht immer nur ein Quell der Freude. Manchmal muss man improvisieren und die Dinge regeln. Das Schöne dabei ist aber, das Team hat eine unbändige Freude daran, genau an dem Thema zu arbeiten. Deshalb bin ich guter Dinge, dass sich viele erfolgreiche Jahre anschließen werden. In diesem Sinne freue ich mich jetzt auf ein tolles Festival, auf einen tollen Abend mit Ihnen gemeinsam. Genießen Sie und nutzen Sie das Angebot in den nächsten Tagen. Das ist die schönste Rückmeldung für die Mannschaft, die das alles verantwortlich auch entwickelt hat. Und haben Sie eine schöne Zeit hier in der Sonne. Vielen Dank. Es war das Jahr, als vieles zum ersten Mal geschah. Nicht nur für den, der bis dahin nie dabei gewesen, ach, nicht einmal vorgesehen war. Das Jahr, als zum ersten Mal Arbeiterstreik in dem Sowjetreich, weit hinten in Nowotscherkassk, wovon die Welt beinahe nichts erfuhr. Als die Beatles die Rolling Stones zum ersten Mal sangen. Das Jahr der Nordseesturmflut, halb Hamburg, die Stadt an der Elbemündung, stand unter Wasser. Hermann Hesse stirbt, Marilyn Monroe bringt sich mit einer Überdosis Barbituraten um. In England trennt sich ein schwieriges Dichterpaar. Das Jahr, in dem Jamaika unabhängig wurde, Samoa. Ein Jahr wie jedes vor ihm, von historischen Notwendigkeiten getrieben, mit einem strengen Winter und Glatteis gefahren. Ein Jahr der Skandale, Affären. Skandal, Glenn Gould spielt Brahms, Klavierkonzert in D-Moll, der Dirigent, Mr. Bernstein warnt das Publikum vor dem jungen Genie.
Affäre, zum Beispiel jene berühmte, den Staat erschütternde Presseaffäre. Das Jahr, in dem die Welt beinahe untergegangen wäre, wo sie doch eben erst anfing, zumindest für den, der damals kaum mehr als ein Augenpaar war. Das Jahr, in dem ein Tisch gemalt wurde, weiß auf grau nach einer Fotovorlage, dann überpinselt im Werkverzeichnis des Künstlers die Nummer 1, schon sehr früh entstanden. In der Nacht, als Dresden zugrunde ging, war die Familie in alle Winde zerstreut. Deutschland in den Grenzen des Dritten Reiches, mit jeder Annexion erweitert, jedem Anschluss und von Westfront zu Ostfront, von Eroberung zu Eroberung, blitzschnell angeschwollen wie eine Blase, erst in den letzten Kriegsmonaten unaufhaltsam geschrumpft, Großdeutschland, die Sortiermaschine mit den stählernen Greifarmen, hatte sie alle auseinandergetrieben. Sie hatte dem politischen Gegner den Garaus gemacht, Sozialdemokraten und Kommunisten, die Arbeiterschaft auf Linie gebracht, bürgerliche und kleinbürgerliche Milieus durcheinandergewirbelt. Sie hatte die jüdischen Familien zerrissen, deutsche Juden in alle Weltteile vertrieben, Millionen Juden in den Osten deportiert, wo sie mit Mann und Frau und Kind vernichtet wurden. Hatte Zwangsarbeiter aus allen Teilen Europas ins Reich verfrachtet, in die Rüstungsfabriken, in deutsche Unternehmen, kleine und große Firmen und bis auf die letzten Landgüter und Bauernhöfe. Hatte die wehrfähigen Männer von den Frauen getrennt, die Kinder von den Eltern, Nachbarn einander entfremdet, die Soldaten von den Zivilisten daheim und die Parteimitglieder und die Bonzen von der Masse der Volksgenossen. So wie sie binnen weniger Jahre die Gesellschaft in eine Kriegsmaschine umgebaut, jeden Bürger erkennungsdienstlich erfasst und an seinen Platz gestellt hatte. Die Bevölkerung nach Rassen sortiert, die Gesellschaft nach Ständen, Nährstand, Wehrstand, Leerstand und die verschiedenen Regionen in lauter Gaue. Gerade so, als hätte man ein modernes Industrieland mit seinen Autobahnen und Stahlwerken, seinen Schiffswerften und Forstgebieten, Einwohnermeldeämtern und dem diversen Volk in den Mietshäusern und Villen in das alte Germanien zurückverwandeln können, wo auf Tinnstätten in freier Natur der Stammesgeist beschworen und in den Eichenhainen der Kriegsgott angebetet wurde. Dann sind das immer so Sprünge. Die Mutter lag mit Scharlach in einem Krankenhaus links der Elbe. Die Töchter, 7 und 4 Jahre alt, waren bei einer Freundin im Haus untergekommen. Der Familienvater war in Russland verschollen. Seit über einem Jahr gab es von ihm kein Lebenszeichen mehr. Zum letzten Mal war er zum Weihnachtsfest 1943 auf Urlaub da gewesen. Im Glas des Buffetschranks im Wohnzimmer steckte noch immer die Karte mit dem Feldpoststempel und den knappen Zeilen: Bin auf dem Wege nach dem Osten. Knapp und sattlich, wie es seine Art war. Oskar war nie ein Mann großer Worte gewesen. Die Postkarte war in einer Garnison bei Gera abgestempelt, Feldpost, Oktober 1941. Sie zeigte einen neuen Bauabschnitt der Reichsautobahn. Der Feldzug nach Polen war ihm erspart geblieben, aber er war in Belgien im Einsatz gewesen, hatte den Einmarsch in Paris miterlebt, als Koch und Gulaschkanonenchef einer Kavallerietruppe. Er hatte die Avenue des Champs-Élysées vom Pferderücken aus gesehen. Von den Flüchtlingstracks unterwegs war nicht die Rede gewesen, keine Einzelheiten vom Leib der Zivilbevölkerung. Aber eines Tages kamen ein Brief aus dem Soldatenheim der Wehrmacht an der Place de Clichy und immerhin ein dickes Paket, von dessen Inhalt man sich noch lange erzählte. Damals hatte sie gedacht, schau an, so einfach kann ein Krieg also gewonnen werden. Ein Durchmarsch auf allen Linien war das gewesen und gut, auf deutscher Seite waren die Verluste überschaubar geblieben. Die Passanten auf der Ansichtskarte rund um den Kiosk, diese Einheimischen in ihren modischen Kleidern und Anzügen, taten ihr leid. Man sprach ja doch kein Französisch. Wie Oskar sich dort wohl verständigt hatte, aber es war wohl nur gerecht, sie würden merken, dass man nur eine alte Niederlage korrigieren wollte. Die Männer in der Wehrmachtsuniform würden ihnen auf ihre preußisch disziplinierte Art schon vermitteln, dass man nicht als Feind gekommen war.
Die wenigen Zeilen aus Paris hatten ihr signalisiert, dass es Oskar gut ging dort im Süden. Von ein paar neuen Kochrezepten schrieb er, die er gelernt habe, und von den raffinierten Zutaten der Franzosen, und dass er sie demnächst ausprobieren würde, wenn man wieder beisammen säße am Wohnzimmertisch in der Liliengasse. Damals, beim ersten Heimaturlaub, hatte sie an ihm einen neuen schwärmerischen Zug bemerkt. Da war es gut gewesen, dass sie ihm mit dem Kinderwagen entgegengekommen war und ihm die Jüngstgeborene hatte präsentieren können, Elfriede Rosi, das zarte Kind. Und er hatte sie wie einen Pokal in die Arme genommen, ein Geschenk des Himmels in dieser schwierigen Zeit. Das Püppchen mit den schwarzen Knopfaugen, die ihn anlächelte und von da an nicht mehr aufhören würde zu lachen, sobald man sie in die Luft hob und unter den Armen kitzelte. Aber der Sieg über Frankreich währte nicht lange. Eine letzte Frühlingspause noch, ein Aufatmen, als alle Heimkehrer sich mit ihren Liebsten an dem heimischen Seen vom Weltkrieg erholten, ein paar weinselige Stunden in Lokalen mit Spaziergängen im Stadtpark, Verwandtenbesuchen, tiefen Blicken in die Kinderwagen. Dann wendete sich das Kriegsglück und es kam die Einberufung nach Russland. Mit einem Schlag war die erhebende Zeit vorbei. Ein Jahr verging, die schlechten Nachrichten im Bekanntenkreis mehrten sich. Immer öfter hieß es jetzt, der Onkel, der Neffe, der einzige Sohn sei an der Ostfront schwer verwundet worden. Und dann sah man sie überall, die schwarz umrandeten Annoncen in der Zeitung und in den Schaukästen der Parteistellen, viele mit einem Hakenkreuz verziert und mit der Formel versehen für Führer und Vaterland. Und man bekam weiche Knie bei dem verstörenden Wort gefallen, das so sanft klang und bei dem sie instinktiv immer die Augen schloss. Wie leicht sich das anhörte. Da fiel einer irgendwo in den Schnee oder rollte von einem Erdhügel herab, wie der Apfel, der vom Stamm fällt. Er fällt nicht weit, sagte das Sprichwort, aber dann war es doch sehr, sehr weit weg gewesen. Schon ziemlich weit nach vorne erzählt in den Krieg hinein und geht dann im zweiten Teil wieder langsam zurück. Das erlaubt es, so ein paar Motive immer wieder durchzuspielen. Unter anderem dies hier, das ist auch für mich selbst natürlich so eine Frage, diese Idee der Sippe, der Sumpf der Sippe, das war eine Art Urgrund aus blutigem Boden, bodenverhaftetem Blut. Die bekannte Formel wurde erst später geläufig, da waren die meisten der Bauern schon lange entwurzelt. Aber man selbst sollte jetzt zu den Ariern gehören, einer den Juden, die als wurzellos galten, überlegenen Rasse. Dieses Blut stellte sie sich wie den grausigen roten Sud vor. Sie hatte ihn beim Schweineschlachten gesehen, wie er in den Bottich floss und man musste rühren, schnell umrühren, damit das Blut nicht gerann. Den Boden kannte sie nur als Abgrund, feuchte Ackerkrone, unter Mühen fruchtbar gehaltenes Land. Und wenn die Bauern nachdachten, wussten sie, dass ihr Elend nicht von den Juden kam. Es waren genau solche Habenichts wie sie, die über die Dörfer zogen mit allem, was sich verhökern ließ. Geschirr, Teppichen, billigem Flitter, allerlei Zeug, das wegen des chronischen Geldmangels selten seine Abnehmer fand. Also das noch. Ein Kind landloser Eltern ist die Großmutter gewesen. Das waren die ärmsten der Armen, Leute, die sich mit Feldwirtschaft bei den Großbauern verdingten, die Männer, und sich in Heimarbeit für die Abnehmer der Webstuhlproduktion krumm legten, die Frauen. Die Kinder besuchten die Dorfschule, lernten dort das Einmaleins und zumindest das Schreiben, wenn sie nicht frühzeitig aus der Schule genommen wurden, weil man sie auf den Höfen brauchte. Für die meisten war es vorgezeichnet, dass man sie bald aus dem Nest stieß. In den Erzählungen war viel vom Melken die Rede. Die Ziegen mussten gemolken werden, die Kühe, früh am Morgen, bevor es zur Schule ging, auch von der Rübenernte nach Schulschluss mit bloßen Händen. Die Fingernägel wurden von der fetten, feuchten Ackererde so schmutzig, dass man sie unter der Bank versteckte, wenn der Lehrer die Hefte kontrollierte. Ora erwähnte auch gern den großen See, an den es von Rienberg aus manchmal zum Baden ging, wenn man frei hatte. Einmal war dort eine Frau ertrunken. Die Leiche fand man nach Tagen im Schilfgestrüpp.
Die Hechte, hieß es, hatten ihr das Gesicht zerfressen. Oder sie sprach von dem Dorfteich, in dem die Kinder immer einen großen Bogen machten, aus Furcht vor den angriffslustigen Gänsen. Einmal war sie von einer Gänsemutter attackiert worden, die hatte sie in die Wade gebissen und dabei gezischt wie die Kreuzotter, vor der man sich gruselte. Dabei hatte kaum einer je die scheue Kreuzotter mit eigenen Augen gesehen. Flachergeselle und dann in Ort Goldberg, wo sie da inzwischen dann wohnt in Schlesien und in einem Blumengeschäft arbeitete, auftaucht in profiert für eine Weile, wenn man das so macht, und dann sind sie verlobt und der zieht sie dann nach Dresden. Und das ist die Passage, wie sie nachher dann in Dresden ankommt. Vielleicht noch das. Weil ab einem gewissen Punkt spielt die Stadt eine große Rolle. Also ich habe da extra einen Stadtplan hier abdrucken lassen, da kann man sich immer noch orientieren. Das ist ein Stadtplan etwa von 36, wo halt tatsächlich diese ganzen Straßenzüge noch intakt sind. Wir hatten ja das Vergnügen für die Sendung und haben auch genau da diese Adresse aufgesucht, also Liliengasse, und zur Vorstellung, wer Dresden schon mal besucht hat, das ist wirklich ganz nah bei diesem Postplatz und also auch ganz nah bei den berühmten Dresdner Zwinger. Die Straße gibt es noch, aber die Straßenzüge sind alle futsch, alle weg. Das ist so ein Dresden-Gefühl, was man von früher hatte, wenn man da geboren wurde. Also eine gewisse Unwirklichkeit. Ja. Viele gab es, die dann versucht haben, das in irgendeiner Form innerlich zu rekonstruieren. Ich habe dann auch später natürlich Fotos gefunden. Der rege Verkehr am Postplatz. Dutzende Trams, hier hießen sie Straßenbahnen, die kreuz und quer direkt durch die Schaufenster ratterten, die dabei fast in Scherben fielen. Alles glänzte und strahlte, frisch poliert wie Porzellan. Die Stadt war alt, ehrwürdig und zugleich jugendlich dynamisch, eine muntere Matrone, flott über den Bürgersteig hüpfend. Eine gewisse Erotik war da in allem, das sah man schon an den Fassaden mit ihren lustvoll verschnörkelten Elementen, um die der Verkehr wirbelte, an den Bürgerhäusern aus der Barockzeit, den Rokoko-Pavillons. Ein einziges steinernes Konzert mit Stücken von Mozart, Händel und dem strengen Bach, alles neu orchestriert. Pöppelmanns Zwinger, die rampische Gasse, ein Farbenfeuerwerk war da angezündet. Aber aufgepasst, man musste zusehen, dass man sich nicht in den Schienen verfing, nicht im Glanz der Warenhäuser ertrank, in den spiegelnden Fensterreihen der Cafés und Ladenpassagen im Zentrum. Ein raffinierter, vielstimmiger Gesang war das. Ein System aus Licht und Schatten, sehr ausgefeilt. Da war dieses Gläserklirren, das sie seither immer begleitete, ein Vibrieren und Irrlichtern, das alle Splitter der Großstadt gleichzeitig bestrahlte, die Pupillen kitzelte und einem in die Magengrube fuhr. Alles war auf eine musikalische Weise miteinander verbunden, auch wenn nur weniges irgendeine Beziehung zu ihr hatte. Die Melodie zog an ihr vorüber, sie stand am Rand und war sofort in ihrem Bann. Aber es war gut, so gefiel es ihr, und bald fühlte sie sich geborgen. Die hohen Steinkästen umschlossen sie und trugen sie fort. Lieferwagen hupten, Fahrradfahrer klingelten, ein Omnibus rauschte durch einen Kiosk hindurch, und wenn sie aufsah, senkte ein freundlicher Himmel voller Schäfchenwolken sich über den Zwinger und die Kuppel der Frauenkirche herab. Bevor sie noch zu sich gekommen war, stand sie schon an der Elbe, die breit dahinströmte, drehte vom Schwindel erregt eine heimliche Pirouette und überschaute die beiden Ufer, das grandiose Panorama, drehte sich abermals und sah die Türme, die Wellenlinie der Silhouette. Dann wandte sie sich dem Fluss zu und freute sich, weil sie beim Terrassenufer am Bordstein einen verlorenen Groschen fand, den ersten an ihrem neuen Ort, den nahm sie zu sich und spuckte auf die Münze. Wo war sie dahin geraten? In eine Stadt der Privilegierten, des schönen Scheins, der ihre Bewohner, das teilte sich mit, zu der narzisstischen Idee verleiten konnte, dort hätten alle das Glück gepachtet. War das so? Hier konnte man leben, denn jeder konnte nach seiner Fasson glücklich werden, so sah es aus. Sachlich gesprochen,
Dresden war eine gute Stadt, von einem milden Klima begünstigt, eine rundum angenehme Erscheinung mit den umgebenden Hügeln und dem stets frischen Grün bis hinauf in die Südvorstadt, den Wäldern im Norden der Dresdner Heide. Lebenswert inmitten so abwechslungsreicher Natur, plus abwärts die Weinberge der Lößnitz in Richtung Meißen, plus aufwärts zog sich ein Gebirge hin, das man bequem erreichte auf einer Dampferfahrt über Pillnitz hinaus bis zur sächsischen Schweiz. Die lustige Übertreibung, die in diesem Namen mitschwang, alpiner Höhenflug, jene Grenze, an der Böhmen begann und die Tschechei, mit der man sich verbunden wusste. Auf einmal lag Schlesien hinter ihr und sie war mit diesem Fluss verbunden, der Deutschland längst durchquerte, vom Riesengebirge her, wo Rübezahl der Berggeist umging, ein Fluss, der nach Hamburg weiterströmte, bis nach Cuxhaven, wo dieselben Wassermassen, die Dresdens Spiegelbilder mit sich führten, in die Nordsee mündeten. Schnell hatte sie sich an den bequemen Flussverlauf angepasst und das war ihre Taufe gewesen. Gutes. Jetzt weiß ich nicht, ob wir ein bisschen reden. Ich habe bewusst es nicht weiterverfolgt. Aber das hier ist eine. Es gab so vieles, was ich sie gern noch gefragt hätte. Aber nun war es dafür zu spät. Dora starb Mitte der 90er Jahre. Nach Oskars Tod war sie noch einmal umgezogen. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Hochhaus an der Petersburger Straße war ihr letztes Heim. Als sie im Friedrichstädter Krankenhaus starb, war ich mit Eva in Kalifornien zu Gast in der Künstlerresidenz Villa Aurora. Im Überschwang stolz auf die Eroberung des neuen Kontinents hatte ich meine Eltern eingeladen und kurz nach Neujahr besuchten sie uns dort. Bei einer Fahrt auf dem Highway 1 nach San Francisco erzählte mir Mutter, was Dora ihr zuletzt im Krankenhaus anvertraut hatte. Auch sie war beim Einmarsch der Russen in Dresden nachts in ihrem Notquartier überfallen und von einer Horde Rotarmisten vergewaltigt worden. Nie zuvor ein Wort darüber. Die Töchter sollten von der Schande nichts wissen. Erst ganz zuletzt, kurz vor dem Ende, brach es aus ihr heraus etwas, das sie noch loswerden wollte. Als hätte sie ihren Frieden machen wollen mit diesem letzten Kapitel des Krieges, das sie so lange verschwiegen hatte. Eine der seltsamen Konstellationen, wie sie sich manchmal im Leben ergeben. Wir wohnten in der Finca des Schriftstellers Leon Feuchtwanger, hausten dort wie die Feldmäuse, schliefen in Marthas King-Size-Bett. Und ich las Eva am Abend abwechselnd aus Thomas Manns Deutsche Hörer, den Rundfunkansprachen über die BBC und Bertolt Brechts Arbeitsjournal vor, der dort oftmals zu Gast gewesen war. Von der Geselligkeit dieser deutschen Emigranten sprachen nicht nur die vielen bequemen Möbel, Clubsessel, Hollywood-Liegen und die Arbeitstische in allen Räumen, sondern auch die Fotografien an den Wänden und die Widmungsexemplare in der Hausbibliothek. Nicht nur die Kolibris am Morgen über den tropischen Blütenkelchen schwebend, wenn wir das Frühstück auf der Terrasse einnahmen, auch die Bücherrücken bezeugten es. Wir waren im Paradies. Hoffmannsthals und Freuds Werke, Horkheimer Erstausgaben, Josef Roth, Konrad Heidens Biografie des Diktators, der sie alle vertrieben hatte, die ganze Palette der Emigrantenliteratur. Unter den Fundstücken das merkwürdigste aber war eine kleine Holztafel, die sich im Keller fand, ein Hitlerporträt dilettantisch auf ein Brettchen gepinselt, ein surreales Objekt, eine Art exorzistischer Fetisch. Bei den Zusammenkünften der Exilanten wurde es manchmal als Dartscheibe benutzt, zur geselligen Unterhaltung, wie in einer Whiskybar. Man erkannte es an den vielen Einstichstellen im Holz, das Gesicht des Erzfeindes war über und über zerstochen, vernarbt. Die Vorstellung, wie der Stückeschreiber Brecht im Wettstreit mit dem Hausherrn Dartpfeile auf das verhasste Mondgesicht, den Höllenring mit dem schwarzen Schnurrbart schleudert, hatte ihre eigene Komik. Im Arbeitsjournal fand sich dazu kein Eintrag, so wenig wie über den Untergang Dresdens. Stattdessen noch im Januar 1945 ein rätselhafter Satz in der typisch sachlichen Kleinschreibung des Beobachters von fernen Ufern. Immer noch nichts aus Oberschlesien über die Haltung der Arbeiter.